Sehr schön, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast und mit mir Sport machen möchtest. Das freut mich wirklich sehr. Ich heiße Eva, falls du mich noch nicht kennst, und ich lade hier auf meinem Kanal ungefähr einmal in der Woche ein Sportvideo hoch, entweder Power Workout oder Wirbelsäulengymnastik. Anstrengend ist es auf jeden Fall. Und circa einmal im Monat gibt es ein vegetarisches Kochrezept. Abonnieren lohnt sich. Wenn du schon aufgewärmt bist, dann mach gleich mit mir. Falls du es noch nicht bist, ich habe dir hier unten ein Aufwärmvideo verlinkt, dann mach das erst und komm wieder zurück. Ich wünsche dir viel Spaß. Packen wir es gleich. Unsere erste Übung beginnen wir in der Liegestützposition. Jetzt ziehst du das linke Knie zum linken Ellbogen, dann das rechte Knie zum rechten Ellbogen, dann gehst du runter in die Planke. Und das gleiche nochmal ein Stockwerk tiefer und wieder hoch. Side Crunch oben und runter. Zur Info, wir machen heute jede Übung circa 50 Sekunden. Und stopp. So, wir drehen uns bitte um. Jetzt legst du die Füße übereinander. Die Ellbögen sind neben dem Körper, nicht ganz neben dem Oberkörper, sondern ein bisschen daneben. Kinn zur Brust. Und jetzt drückst du die Ellbögen in den Boden und dadurch deinen Oberkörper nach oben. Fest nach oben drücken, ich drehe mich um, weil hier geht es leicht bergab. Da muss ich nicht das Leben so leicht machen. Und, oh, ja, das merkt man gleich. Zehn Sekunden machen wir diese schöne Übung noch. Und stopp. Wir bleiben gleich so. Jetzt stellen wir die Fersen auf. So, jetzt ziehst du dich mit der rechten Hand so diagonal nach links oben und mit der linken nach rechts. Hoch, hoch. Beim Hochgehen immer ausatmen. Ein paar Sekunden noch durchhalten. Und stopp. So, jetzt drehen wir uns bitte auf den Bauch. Rückenstrecker sind dran. Du drückst dein Schambein bitte in die Matte, die Zehen stellst du auf. Der Hintern ist angespannt, die Nase schaut runter auf die Matte. Die Hände hebst du ein bisschen an, Oberkörper anheben, schiebst du die Arme nach vorne, ziehst sie wieder zurück, Oberkörper leicht absenken. Hoch, Arme vor, zurück, absenken und so weiter. Stopp. So, jetzt platzieren wir die Hände neben der Brust und drücken uns in die Liegestützposition hoch. So, Liegestütz halten. Die Handgelenke sind etwa unter die Schultern. Die Hände sind nach vorne gedreht. Rechtes Knie runter, linkes Knie runter, beide Knie runter.
rechts, links, beide. Wer dazu jetzt noch nicht die Kraft hat, der arbeitet aus dem Kniestand. Rechtes Knie weg von der Matte, linkes Knie weg, beide. Okay. So, jetzt wandern wir runter in die Planke. Jetzt sinkst du in der Planke zwischen deine Schulterblätter, drückst dich wieder raus und schiebst den Hintern nach oben. Gehst wieder in die Planke, zwischen die Schulterblätter sinken, rausdrücken, Hintern nach oben. Ist am Anfang ziemlich easy, aber mit der Zeit spürt man das dann im oberen Rücken. Und stopp. Jetzt drehen wir uns bitte wieder um. Die Beine strecken wir jetzt zur Decke. So. Jetzt schaust du, dass du mit deinen Fingern hochkommst zu den Füßen, oben kurz halten und wieder runter. Hoch, oben kurz halten, wieder absetzen. Das war es auch schon mit dieser Übung. Jetzt machen wir so etwas Ähnliches wie vorhin schon, wo wir da die Ellbogen in die Matte gedrückt haben. Plus jetzt hast du die Ellbogen ganz nah am Körper. Und der Rest ist gleich. Kinn zur Brust, hochdrücken. Ich drehe mich wieder um. Und arbeite wieder leicht bergauf. Fünf Sekunden noch. Wenn man da ein bisschen schummelt und mit die Beine Schwung holt, ist die Übung halb so viel wert. Es ist nämlich richtig gut für die Rückenmuskulatur und auch für die Bauchmuskulatur. So, jetzt gehen wir bitte wieder in die Planke. Die Hände legst du jetzt ab. Jetzt ziehst du den linken Ellbogen nach oben und jetzt den rechten. Wenn dir das zu schwer ist, arbeitest du aus dem Kniestand. Schau aber, dass deine Knie ein bisschen weiter hinten sind und nicht da, sonst hast du gar kein Gewicht zu tragen. Und schau, dass du möglichst wenig im Becken hin und her wackelst. Und stopp auch schon wieder. So, wir platzieren jetzt unsere Hände in etwa schulterbreit, die Beine auch. Jetzt strecken wir den rechten Arm nach vorne und berühren mit der rechten Hand den linken Fuß. Das machen wir 5 Mal.
Hintern nach oben schieben. Rechte Hand abstellen, Seite wechseln. Und wieder die andere Hand. Und nochmal Seite wechseln. Und stopp. Es macht auch richtig Spaß, finde ich. Als nächstes sind wieder die Bauchmuskeln dran. Dazu setzen wir uns hin. Die Unterarme liegen neben unserem Körper. Die Finger schauen nach vorne. Beine anziehen und strecken, beugen und beim Ausatmen strecken, einatmen. Wer das kann, macht bitte weiter. Wem das zu schwer ist, der macht es einfach einbeinig schon. Zwei Wiederholungen machen wir noch. Oh. Jetzt drehen wir uns bitte wieder auf den Bauch. Die Zehen werden wieder aufgestellt, Schambein in die Matte drücken. Das gleiche wie vorher eigentlich. So, jetzt strecken wir die Arme zur Seite, heben den Oberkörper an und halten die Position jetzt. Die nächsten 35 Sekunden. Nicht die Luft anhalten. Hintern anspannen. Gleich haben wir es und absetzen. So, wir drehen uns bitte wieder auf den Rücken. Die Arme strecken wir jetzt zur Seite, Beine zur Decke und jetzt schaust du, dass du deine Füße zur Seite bringst. Die Schulterblätter sollten aber am Boden bleiben. Wenn es zu schwer ist, der winkelt die Beine bitte an. Ich muss da bloß schnell das Mikrofon weg, da. Sonst komme ich da nicht rüber. So. Und da auch möglichst langsam arbeiten. Und stopp. Wir drehen uns bitte wieder auf dem Bauch, jetzt muss ich das dann noch schnell richten. So, jetzt legen wir die Hände an die Außenseite der Oberschenkel. Jetzt balancieren wir eigentlich am Schambein, heben Oberkörper und Oberschenkel weg von der Matte. Das halten wir jetzt.25 Sekunden noch. Hintern zusammenzwicken, Beine weg, Oberkörper weg. Atmen auch nicht vergessen, bitte. Gleich haben wir es und stopp. So, jetzt platzierst du deine Füße ja, in etwa hüftbreit. Die Arme liegen neben deinem Oberkörper. Und jetzt streckst du dich in der Hüfte
Oben kurz halten, wieder absenken. Hoch und tief und oben Hintern anspannen. Ein paar Sekunden noch und stopp. Die nächste Übung ist der umgedrehte Schneeengel. Du wirst gleich sehen, wieso. Und zwar machen wir die Übung, die man sonst im Schnee macht, wenn man so in den Schnee schmeißt und dann die Arme und die Beine so bewegt. Das machen wir jetzt am Bauch, leider ohne Schnee. Oder Gott sei Dank, im Juni brauchen wir den sowieso nicht. Wir balancieren wieder auf unserem Schambein, Beine anheben, Arme anheben und jetzt so wischen. Das machen wir noch 10 Sekunden. Stopp. Das nächste Mal nehme ich mal eine dickere Matte. So, wir gehen jetzt bitte auf die linke Seite. Die Füße stellst du übereinander. Beckenknochen sind übereinander. Jetzt legst du die rechte Hand da so auf die Mitte vom Oberschenkel und ziehst dich seitlich nach oben. Schön auf der seitlichen Ebene bleiben. Und stopp, wir bleiben gleich oben. Sei nicht so im Knien. Die Arme streckst du nach vorne und jetzt zwickst du hinten die Schulterblätter zusammen. Die Arme bleiben, wo sie sind. Es arbeiten nur hinten die Schulterblätter. Ich drehe mich mal um. Genau. Spürt man auch richtig schön im oberen Rücken. Kann man auch super machen, wenn man viel im Büro sitzt, hat man die Schultern so nach vorne gerollt, richtig zwischendurch auf und zwick hinten die Schulterblätter zusammen. Das tut dir gut. So, die letzte Wiederholung. Wunderbar. Gut. Jetzt drehen wir uns bitte auf die rechte Seite. Jetzt kommt der linke Finger auf den linken Oberschenkel, da auf die Mitte. Und jetzt ziehst du dich wieder hoch. Die Füße bleiben am Boden bitte. Hoch. Hoch, ein bisschen nur durchhalten, eine Wiederholung machen wir nur und dann drehen wir uns bitte gleich um. Jetzt gehen wir in die Plankposition, Unterarmstütz und jetzt rechtes Bein weg, absetzen, linkes Bein weg.
und so weiter. Das machen wir noch 30 Sekunden. Sekunden noch. Du hast es geschafft. Danke fürs Mitmachen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Bis zum nächsten Mal. Servus.